Hi Sharon, ich bin wieder da. Ich musste noch eine Schicht von dieser blöden Gabi übernehmen. Aber jetzt bin ich da. Ey, sag mal, Sharon, wann badest du schon? Also das Ganze hier stellt sich für mich als Suizid dar. Sie hat sich offenbar da in der Badewanne mit dem Küchenmesser die Pulsader hier geöffnet. Das heißt also, Fremdverschulden schließt du aus? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Genauso sicher bin ich mir, dass sie vergewaltigt wurde. Ich habe entsprechende Verletzungen im Schambereich gefunden. Das Ganze kurz vor ihrem Tod. Das Ganze lässt keinen anderen Schluss zu. Sperma? Nach der Nummer in der Wanne dürften wir wahrscheinlich auch keine DNA mehr finden. Wahrscheinlich nicht. Hatte Ihre Schwester mit irgendjemandem Streit? Oder hat sie sich irgendwie anders verhalten als sonst? Ganz im Gegenteil. Sie hat gerade ihre Ausbildung beendet, einen neuen Job. Sie wollte immer hier ausziehen. Sie war super ehrgeizig und wollte immer was aus sich machen. Hatte Ihre Schwester einen Freund? Was ist denn mit Familie, Freunde, Bekannte? Wir sind hier im Viertel bei unserer Mutter aufgewachsen, bis sie vor einem Jahr mit ihrem Macker nach Kroatien abgehauen ist. Naja, sie hat uns halt hier alleine gelassen. Und Sharon wollte immer weg hier. Sie wollte nie hier mit irgendwem aus dem Viertel Kontakt haben. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre Schwester heute Abend noch vorhatte? Keine Ahnung. Sie war immer um 7:30 eigentlich zu Hause. Ich kann so nicht verstehen, warum man sich umbringt. Warum hat sie das gemacht? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Es tut mir sehr leid, aber es gibt Anzeichen dafür, dass ihre Schwester vor ihrem Tod noch vergewaltigt wurde. Was? Sie vielleicht eine Ahnung, wer... Kevin war das. Das war nämlich Kevin. Kevin Grebe. Das ist das allerletzte Arschloch, ist das. Wer ist denn dieser Kevin? Ja, niemand ist er eigentlich, aber er denkt, er ist der absolute Superchecker hier im Viertel und kann jede haben. Und hinter Sharon war er nämlich auch her. Aber die hat ihn abblitzen lassen. So sieht's nämlich eigentlich aus. Und wie kommen Sie darauf, dass dieser Kevin dahinter steckt? Das kann ich Ihnen ganz klar sagen. Hier gehen nämlich die ganze Zeit schon Gerüchte im Viertel rum, dass er sich schon an zwei Mädels vergriffen hat. Kennen Sie den Namen der beiden Mädchen? Ja. Die eine heißt Melissa Grabowski. Die wohnt hier zwei Häuser weiter. Und die andere ist Dunja Feil. Aber keine Ahnung, wie die wohnt. Haben diese beiden Mädchen diesen Kevin angezeigt? Hier redet niemand mit dem Bullen. Ja, egal, was passiert. Und Kevin anzeigen? So lebensmüde ist hier bestimmt keiner. Schlimmes Viertel. Die Kollegen fahren da versteckt, Streife. Der Kollege pellt sich eine Wurst. Ich komme gerade aus der Pathologie. Der Doc meint, das Mädchen ist 2 bis 3 Stunden vor ihrem Tod vergewaltigt worden. Gibt es da Täterspuren? Negativ. Was ist denn mit den anderen beiden vermeintlichen Opfern? Melissa Grabowski und Dunja Feil. Ich habe beide angerufen, aber beide haben sofort aufgelegt, als sie gehört haben, worum es geht. Die Kollegen fahren jetzt bei den beiden vorbei. Aber große Hoffnung habe ich nicht, dass sie aus dem was rauskriegen. Also Todesursache war der massive Blutverlust. Todeszeitpunkt zwischen 22 und 23 Uhr. Und der Doc ist sich sicher, dass es Suizid war. Also das Mädchen wurde vergewaltigt und daraufhin nimmt sie sich das Leben. Ja, der KTU-Bericht würde dafür sprechen. Es wurden am Tatort keine Fremdspuren gefunden und auf dem Messer waren nur ihre Fingerabdrücke. Ich habe mal mit ihrem Arbeitgeber gesprochen. Das Reisebüro, wo sie gearbeitet hat, hat sie gegen 19 Uhr verlassen. Wo sie danach war, weiß keiner. Tja, dann ist sie auf dem Heimweg wahrscheinlich den falschen über den Weg gelaufen. Was ist denn mit diesem Kevin? Hier, ich habe seine Akte schon geöffnet. Kevin Grebe,
28 Jahre alt, vorbestraft wegen Körperverletzung. Er soll auch ein Dealer sein, aber nachweisen konnte man ihm das nie. Auf jeden Fall keine Sexualdelikte. Oh Mann, wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Was soll der Scheiß hier? Normalerweise pennen die Leute um die Zeit noch. Ja, zwei, drei Fragen werden sie schon überleben, dann können sie absischen. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 20 und 23 Uhr? Schon lange her, ne? Wahrscheinlich war ich mit meinen Jungs unterwegs. Und wie heißen die? Keine Ahnung. Also klar, ich kenne die Vornamen, aber das bringt sie ja nicht weiter, oder? Ja, soll das jetzt witzig sein, oder was? Wenn Sie Clown werden wollen, dann sollten Sie sich mal beim Zirkus bewerben. Herr Grebe, Sie kennen Sharon Meister, richtig? Also eine kleine, süße, brünette, ganz niedlich. Stimmt. Stimmt es auch, dass Sie bei ihr abgeblitzt sind? Sie wollten doch was von ihr, oder? Manche Frauen wissen nämlich, was gut für sie ist, ne? Warum wollen sie das überhaupt wissen? Sie wurde gestern tot aufgefunden. Tot? Naja, was soll ich sagen? Ist halt ein Dschungel da draußen, ne? Nur die Stärksten kommen durch. Was wollen sie jetzt überhaupt von mir? Vor ihrem Tod wurde sie vergewaltigt. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Warte, ich wollen Sie mich jetzt komplett verarschen hier, oder hey, was? Hey, hey, hey. Jetzt mal ernsthaft. Erstens habe ich gar keinen Grund dafür, ja? Ich habe genug Weiber am Start, ja? Und zweitens, ey, ich will keinen Stress mit euch Bullen, oder? Ihr seid doch meine Freunde. Drittens würde ich jetzt ganz gerne gehen, okay? Ja, wenn das so ist. Ja, bitteschön. Ja, super, geht doch. Schönen Tag noch. Der will keinen Stress, den wird er aber kriegen. Ach ja? Ja. Selbst wenn wir ihn nicht wegen Vergewaltigung drankriegen sollten. Wir werden schon was finden, ganz sicher. Ich bin hier mal gespannt, ob das Ganze hier was bringt. Wir müssen Gräber aus dem Verkehr ziehen. Die Opfer vielleicht endlich mal den Mund aufmachen. Die Kollegen haben ja versucht, mit den beiden Mädchen zu sprechen, die angeblich vergewaltigt wurden. Die haben die Zähne nicht auseinandergekriegt. Die haben Schiss. Hoffentlich erkennt uns hier keiner wieder. Ach Quatsch. Als wir gestern hier waren, da war es dunkel. Die erkennen uns nicht, keine Sorge. Ja, wer kommt denn da? Scheint ein Kunde zu sein. Gräber sammelt wahrscheinlich sofort das Geld ein, ne? Ja, so ist es. Ja, komm, jetzt stoppen wir uns. Ja, warte. Fährt weiter. Und da hinten kriegt er den Stoff. Ganz schön clever. Ja, wir können Gräber doch nichts. Er hat doch nichts gemacht. Er hat nur Geld eingesammelt. Der ist nicht blöd, der Junge. Nee, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Was will die denn hier? Was gibt das denn? Kevin! Bist du eigentlich behindert oder so? Was fällt dir ein, hier aufzutauchen? Hör auf! Ha? Du hast Sharon vergewaltigt, ich weiß das. Hast du mit den Bullen geredet? Nein, hab ich nicht. Vertrau mir. Wenn ich rausfinden sollte, vertrau mir, ich werde es rausfinden. Dass du mit den Bullen laberst, ja? Und dann geht dir dasselbe Schicksal wie deiner Schwester. Hast du das verstanden? Hast du das gehört? Das war ein Geständnis, Michael. Ja, Robert, für dich und für mich, aber vor Gericht wird das jeder Strafverteidiger dieser Welt zerreißen. Vielleicht haben wir eine andere Chance. Sprich du doch noch mal mit der Jessica Meister. Alles klar. Und was hast du vor? Ich habe einen anderen Plan. Ich bleib verdeckt und versuche irgendwie anders an Gräber ranzukommen. Hast du eine Idee? Okay. Was wollen Sie hier? Alles okay? Verdammt nochmal, lassen Sie mich in Ruhe! Ich will meinen Frieden! Jess, ich hab dir gesagt, du sollst nur an die Tür gehen, wenn ich mit dabei bin. Was willst du hier? Ich glaube, wir sind nicht per Du. Ritter von der Kripo. Und Sie sind? Es geht sich gar nicht, wenn ich verschwinde. Hören Sie mal zu. Ich hab doch gerade gesagt, wir sind nicht per Du. Frag jetzt noch einmal nett, wer sind Sie? Ich bin Ihr Freund. Zufrieden? Noch nicht ganz. Ausweis zeigen. Ist das wirklich Ihr Freund? Ja, wirklich. Alex, ich bin's. Ich bin erstmal aus der verdeckten Ermittlung raus.
Michael muss erstmal alleine weitermachen. Meinst du, der alte Mann schafft das? Ja, das kriegt er schon hin, oder? Hör mal zu, ich habe gerade den Freund von Jessica Meister kennengelernt. Kannst du ihn mal für mich überprüfen? Warte. Der heißt Murat Öztürk. Da habe ich ihn. Der saß die letzten 2 Jahre in Haft wegen Raubes. Ach, das ist ja interessant. Ja, ist vor 3 Monaten raus. Was ist denn los, Alex? Das gibt's nicht. Ich habe gerade gesehen, wer ihn damals angezeigt hat. Alex, sag schon. Unser Opfer. Die hat damals den Raub beobachtet, ihn angezeigt und letztendlich in den Knast gebracht. Sag mal, Robert, was ist denn, wenn sich der Doc irrt? Wenn das gar kein Selbstmord war. Vielleicht hat sich dieser Öztürk hier an dem Mädchen gerecht. Krass, der ist gerade bei Jessica Meister in der Wohnung. Ich muss da gleich hin. Ich melde mich, ja? Ach, Herr Öztürk, ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Bleiben Sie doch mal stehen. Okay. Was soll denn das Theater? Ja, sorry, keine Ahnung. Ist halt so eine Angewohnheit von mir. Ja, schlechte Angewohnheit. Wir reden auf dem Kommissariat weiter. Los. Ja.